Visual Basic 2012 WPF drehendes Objekt auf Linie programmieren von seltsam kennt sie selten sie oder die seltsam kennt sie. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie eine Animation mit einem Objekt auf einer vorgezeichneten Bahn drehend als 3D-Objekt programmieren können. Dies ist insbesondere interessant für Spiele und so weiter, wo zum Beispiel fahrende Autos programmiert werden müssen, die immer ein wechselndes Aussehen haben müssen. Hier auf dem Video sehen Sie das mal mit einem drehenden Würfel und verschiedenen Fotos auf den Seiten des Würfels. Den Source Code können Sie abkopieren und sofort einsetzen. Den Source Code finden Sie im Forum unter http://www.blogspot.com/utbackbrumbilink. Hier nun der Source Code, Page X, Class gleich. Microsoft Samples Animation Animatin Galon Kapat Example. XMLNS gleich. http://schemas-microsoft.com, winfx-2006-xhammel, Presentation, XMLNS, x gleich. http://schemas-microsoft.com, winfx-2006-xhammel, Background gleich. Green. DocPanel VERDICALALIGNMEND gleich. Stretch. Horizontal Alignment gleich. Stretch. Vivbox VERDICALALIGNMEND gleich. Center. Canvas Width gleich. 321. Height gleich. 201. Margin gleich. 50. Rectangle Width gleich. 321. Height gleich. 201. Füll gleich. Statik Ressource Müwe Rebus Ressource. Rectangle Opacity Mask Radial Gradient Brush Radial Gradient Brush Gradient Stub Offset gleich. 0.0. Color gleich. FF000000. Strich Gradient Stub Offset gleich. 1.0. Color gleich. 000000. Strich Radial Gradient Brush Gradient Stups Radial Gradient Brush